Bitte, das ist ja wieder eure Freizeitsnacke und heute mit dem Thema Chips frisch, Chicky Pie Curry, Sweet and Spicy, also ihr Droi, Leute. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Gab ja schon die Currywurst-Chips, die eigentlich nur nach Curry geschmeckt haben. Ich gehe jetzt davon aus, dass das auch nach Curry schmeckt. Und er hat 75 Gramm drin in der Tüte. Und ja, sweet and spicy, so muss ein Curry schmecken. Oh, ich bin gespannt. Ich habe die im Regal neben den Currywurst-Chips gesehen, Leute. Also, das lag schon so zusammen. Aber ich mach das erstmal auf hier, ne? Oh, Alter, das riecht ja nach Curry, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, die sehen halt aus wie ganz normale Chipsfrischen, wie man sie halt kennt, ne? Leute, das riecht hier schon, der auch ganz schön groß. Esse ich den mal, ne? Alter. Und die schmecken halt genauso wie die Currywurst-Chips, nicht nach Curry halt. Alter. Das ist schon geil, ne? Aber da kann man auch die Currywurst-Chips essen, aber eigentlich ist das egal, weil die. Es ist halt genau dasselbe Format. Er hat bloß irgendwie eine andere Tüte. Vielleicht damit die neue raufschreiben können und dann kaufen sich dann so Leute. Wie ich zum Beispiel. Aber ja, dafür seid ihr jetzt gewarnt, aber. Die könnt ihr euch natürlich trotzdem gönnen. Auch wenn es ein bisschen Betrug ist, aber die kosten auch genauso viel wie die ganzen anderen Chips frisch Chips. Also, ja, kann man machen. Ja, könnt aber auch die Currywurst Chips kaufen, habe ich auch eine Review zu gemacht. Oder ihr gönnt euch halt die. Ich glaube, da kommt halt drauf an, was für ein Design ihr lieber mögt. Also, das Design passt auf jeden Fall besser zu den Chips als zu den Wurst, weil die anderen haben halt echt nicht nach Wurst geschmeckt. Und sorry für die ganzen Vergleiche, Leute. Aber ich fand, das war hier angebracht. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Freizeitsnäge.